zusammen. Wir sind hier live auf dem Stand der ISE von Lightwear 2024. Und wir sind in diesem Jahr sehr stark im AV-OYP-Bereich unterwegs. Unser großes Thema USB-C haben wir weiter ausgebaut und ins Netzwerk gebracht. Das heißt USB-C-Extendern im Netzwerk. Und unsere große Familie, die Taurus-Familie, somit erweitert und für eine flexible Installationswelt geschaffen. Das Ganze als TPN im 10-Gig-Netzwerk und sehr flexibel aufgebaut. Ein weiteres wichtiges Thema in einem Projekt sind Kabel. Man sieht es hier an der Wall. Wir haben hier besonders USB-C. USB-C bis zu Längen von 10 Metern. Man kann laden, man hat eine 4K444-Bildübertragung und bis zu 3 Jahren Garantie auf jedes einzelne Kabel. Ein ganz, ganz wichtiges Thema im Projektgeschäft. Ein weiteres Top-Highlight in unserer Taurus-Produktfamilie: Dual Screen, das heißt 2 Bilder gleichzeitig über ein einziges Kabel in unserer Produktfamilie integriert. Alles über ein einziges USB-C-Kabel. Ich kann meinen Laptop verbinden. Es findet eine Kommunikation statt mit dem Laptop. Es wird ausgehandelt einmal über den DisplayPort Alternate Mode, Bildschirm 1, Bildschirm 2, Display Link. Und so habe ich immer die Möglichkeit, ohne Treiber einen Dual Screen zu starten. Ja, wir sehen hier ein weiteres Highlight. Und zwar unsere bidirektionale Dante-Version unserer Taurus-Produktfamilie. Bidirektionales Dante, das heißt Audio In-Out direkt über Netzwerk in die moderne UC-Welt. Man hat die Möglichkeit, eine Dante-Bridge auf USB zu nutzen und somit in den Teams- oder Zoom-Konferenzen sofort die Mikrofontechnik, Audiotechnik einzubinden. Alles in einer Produktfamilie, alles im Prinzip über eine Buchse. Nach der ISE hat man bei uns die Möglichkeit, in der Academy online auf unserer Webseite sich zu schulen. Und in verschiedenen Leveln, 1, 2 online und im Level 3, das persönlich demnächst in unserer Niederlassung in Düsseldorf zu tun. Ab Juli Eröffnung und wir freuen uns, in einer Schulung vielleicht jemanden wieder zu treffen und die Produkte zu präsentieren. Bis dann!